Hallo Welt, da sind wir wieder und wir sind hier. Wir sind hier. Ja, an Arks letzter Wacht. Die untersuchen wir jetzt mit unserem Kumpel, dem Skelett. Naja, dem fleischlosen Verlorenen eben. Dafür brauchen wir nur noch hier reinzugehen. Und einzusammeln, was er so übrig gelassen hat. Er dürfte nicht mehr sehr viel übrig geblieben sein. Die Vagabundin. Ja, die dürfte doch jetzt nicht so das Problem gemacht haben. Wer war denn hier noch? Hier waren doch so viele. Stahlpfeile haben sie geschossen. Naja, gut. Es war auf jeden Fall, es war eine... Ja, es war, es hat etwas gedauert in der letzten Folge. Seelensteine sind gut und ein paar Groschen für uns. Geschicklichkeitstrank, sowas gibt es. Achso, für Schlösser knacken. Ah, ich verstehe, okay. Wenn das da steht, dann verstehe ich das auch. Ja, genau, ruh du dich erstmal auf. Aus. Ach, da ist ja noch einer. Nein, wir sind nicht feige. Der kann das viel besser als wir. Wir brauchen nur einmal getroffen werden. Und dann ist schon Ende für uns. Da, und der kann das... Ups, hoppla. Naja gut, zweimal vielleicht jetzt mit dieser Rüstung, aber... Dennoch kann er das besser. Na doch, einmal. Einmal war richtig. Einmal reicht bei uns. Ihr braucht etwas, sagt sie. Ja, toll. Nee, wir haben alles. Wir haben schon ein Messer im Rücken. Das reicht. Ja, wir müssen uns geschickter anschleichen. Wir brauchen mehr Bücher. Sie fragt, ob wir was brauchen. Wenigstens ist sie freundlich. Nachdem sie uns den Schädel gespalten hat. Jetzt komm, aber stell dich mal nicht so an. Ich weiß gar nicht, wieso du so oft stirbst hier bei denen. Oh nein! Warum hier? Du solltest da unten hin. Ach so. Wow, ihr seid gar nicht dumm, was? Geht erst auf mich los. Können wir vielleicht schneller, wenn wir springen? So, das sieht aus wie Fliegen fast so ein bisschen. Oh, wir haben kein Mana mehr. Leider ist das alles im Moment. Tut mir leid, ich kann nicht so viel machen wie ihr. Genau. Verstehe ich auch nicht, warum die jetzt schon wieder so stark war hier. Irgendwer schießt.
keinerlei Mana haben wir. Ich glaube, unser Kumpel ist schon wieder. Der ist schon wieder. Guck mal, wie nett wir noch sind. Wir brauchen irgendwas, um Mana aufzuladen. Morgen? Nein, Mana-Trank. Wow! Nicht schießen! Jetzt brauchen wir irgendetwas, was uns ja Energie gibt. Aber wenn wir diesen Krankheitszeilentrank nehmen, nein, diesen Gesundheitstrank, diesen ranzigen hier, Genesungstrank meine ich, dann verstärkt sich wieder unser Arkanistenfieber. Und dadurch geht es uns im Allgemeinen schlechter. Da ist noch einer. Wir müssen noch hier rüberkommen. Oh, er hat ihn geschafft. Du hast ihn erledigt. Sehr gut, sehr gut. Du bist hier der wahre Held. Wir schmeißen dich einfach nur irgendwo hin. So, was hatte der für einen Bogen? Er hatte einen Runenbogen. Wir haben endlich den richtigen Bogen gefunden für uns. Und unser... Ja, das ist sehr gut. Mann, bist du gut. Das hätte ich nie gedacht, du Fleischloser. Oh, wir nehmen auch die ganzen Runenpfeile hier noch mit. Da war doch gerade was hier. Stahlpfeil. Jetzt dürfen wir natürlich hier nicht auf die nächsten treffen. Ich hoffe, wir finden jetzt irgendwo hier eine Möglichkeit zu schlafen oder eine Tür, durch die wir gehen können. An und für sich müsste es doch hier irgendwo was zu... Naja, wird es drin wach aus. Da wird es eigentlich wimmeln da drin von diesen... Na, von diesen ganzen Burschen da. Lag hier nicht auch noch eine tote Leiche? Gibt es auch lebendige Leichen? Oh. Das ist nicht durchzukommen dort. Du kannst aber auch ganz schön schocken. Okay, hier werden wir keine Ruhestätte finden, leider nicht. Da sollen wir rein, aber da wird es doch auch wimmeln von diesen Soldaten. Wachturm auch. Und keine Schlafmöglichkeit. Ach ja, komm. Jetzt sind wir so weit gekommen. Wir essen noch eine Kleinigkeit. Gebratene Ziegenkeule. Wird schon schief gehen. Da drin ist doch bestimmt kein Gegner für uns. Oder vielleicht doch. Na, da oben können wir raus. Ich sehe hier niemanden in der Höhle. Sicher ist sicher. Schlafmöglichkeit auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja. Okay. Ah, ist ja einfach.
Wein durchsuchen. Nehmen wir mal alles mit hier. Ist ja einfach, ja. Ach, naja, ich bin schon glücklich, dass wir so weit gekommen sind. Das war alles andere als einfach jetzt. Schatulle. So viele Groschen. Endralä-er-Groschen. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier den Brief von Max Schönenblutes. Beendet, findet Max Schönenblutes. Werter Freund, ich beobachtete, dass ihr mich bei der Scheune Narrark gesucht habt. Ich weiß, dass meine Tarnung auf Enderal aufgeflogen ist und habe mich bereits nach Kyra abgesetzt. Diese Boddenbrug macht Jagd auf mich, seitdem ich das Bett nicht mit ihr teilen wollte. Sie durchschaute meinen vorgetäuschten Tod. Noch einmal denselben Trick zu versuchen, erscheint mir sinnlos. Als Entschädigung für eure Mühen habe ich den Inhalt dieser Schatulle hinterlassen. Belasst es dabei. Finden werdet ihr mich nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns bei eurem nächsten Abenteuer wieder. Max Schönenblutes. Ja, da haben wir doch, was wir wollten. Zurück in den Golden Forst hier. Und wir gucken natürlich jetzt mal, nachdem alles so ein bisschen entspannter, relaxter hier läuft, ob hier an diesem Busch irgendetwas wächst für uns. Ha, eine Stechpalme. Super. Stechpalmenbeeren. Und dann schauen wir hier nochmal rein. In dieses Wachhaus. Da dürfte jetzt auch nicht mehr so viel los sein. Oder doch? Oh, die können aber was. Marodeure wieder. Ja, da könnten wir aber doppelt so gute Waffen dann bekommen jetzt. Oh, und die können zaubern. Ja, da müssen wir schnell raus hier. Sorry. Zwei Frauen? Alles beide starke Marodeure oder so etwas. Wir müssen wieder weghüpfen. Vielleicht springen wir diesmal in die andere Richtung. Vielleicht haben wir da mehr Erfolg. Also schleichen geht schon mal gar nicht jetzt. Am besten ganz schnell unseren Kumpel da irgendwo hinschmeißen. Und weg. Ach, die kommen uns gar nicht nach. Die haben uns gar nicht gesehen. Ja komm, die Sachen wollen wir jetzt aber schon von denen haben. Wenn das machbar ist. Warum nicht? Kommst du mit rein, wenn ich hier reingehe? Unsichtbarkeitstrank könnten wir mal ausprobieren. Na, wir sollten es noch rausgeschafft haben. Aber die jetzt diesmal auch. Verflixt. Fässer. Diese verflixten Fässer dort. Wir wollten... Na, diesmal sind sie aber nicht mit rausgekommen. Eine ist nur noch da, oder? Ich sehe nur noch einen. Ja, wir können jetzt nichts mehr trinken, weil unser Arkanistenfieber, das ist schon so fortgeschritten. Wenn wir jetzt hier noch irgendwas nehmen,
für die Gesundheit. Da sind wir schon 47% mit unserem Arkanistenfieber. Das ist nicht gut. Ah, das haben wir jetzt aber auch nur ganz knapp geschafft. Dabei fällt mir gerade was ein. Warum laufen wir hier eigentlich noch mit unseren normalen Sachen herum? Wir haben doch von dem Matador gerade, haben wir doch gute Rüstung und so etwas bekommen. Okay, dachte ich zumindest. Hier ein Runenschild, aber damit können wir ja nicht umgehen. Das ist ja das Dumme. Und den Stahlharnisch. Ja, der kann ein bisschen mehr als unser Harnisch. Stab des Frostbisses, na, den hat sie auch, dann wird sie auch ein Mittel dagegen haben, denke ich. So, der Langbogen richtet schon mal richtig Schaden an und dann haben wir hier noch Stahlpfeile dazu. Na, das ist doch schon mal etwas besser. Wenn wir sie nur rauslocken könnten. Ach, dann trinken wir doch noch so einen Trank. Schaden kann es ja nicht. Ja, schaden kann es ja wohl. Was erzähle ich denn da? Natürlich da. Arkanistenfieber schon auf 49%. Jetzt versuchen wir mal den Unsichtbarkeitstrank, obwohl ich glaube, ja, für 8 Sekunden, ob das reicht. Zu spät. Wir sind unsichtbar sozusagen. Oh, hoppla. Oh nein, wir haben die falschen Waffen ausgerüstet. Wir sind unsichtbar! Ihr seht uns nicht! Unsichtbar wie wir sind, schwinden wir schnell nach hier oben. Und wir sind wieder sichtbar. Oh nein! Die halten ja richtig viel aus. Moment. Moment, wir brauchen hier... Wir können ihn nicht setzen. Kämpft gegen ihn. Der kann das viel besser. Oh, die sind aber gut drauf hier, die beiden. Die haben ja auch nur 2 Schläge für unseren Kumpel da gebraucht. Das ist aber nicht so gut. Ach so, ja richtig, wir müssen ja auch abhauen. Ich vergaß. Das war keine gute Idee, hier nach draußen zu gehen. Dann machen die doch gar nichts da drin. Die stehen dann nur herum. Wir müssen schon da drin bleiben. Ja, aber wie sollen wir uns schützen vor deren Zauber? Wir müssten sie nach draußen locken. Das wäre noch das Beste. Und dann müssten wir natürlich schnell wegkommen irgendwie. Außer Reichweite.
Das ist schon mal jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Da kommen sie. Da müssen wir jetzt natürlich hier so ein bisschen wieder hoffen, dass wir hier gut springen können und unseren Kumpel wieder aufholen. Hier. Und schafft er das? Oder folgt er uns? Wenn er uns nicht folgt... Weiß man auch nicht. Holt er sie sich jetzt oder nicht? Also ein bisschen. Dass er aber auch keinen Pfeil und Bogen dabei hat. Oh, da haut er ab. Du fliehst so wie wir? Okay, er hat zweimal getroffen. Das ist doch schon mal was. Sicher? Das ist ein weiter Weg nach unten hier. Okay, das war auch für uns zu weit. Ich dachte, wir können wenigstens weit tief runterspringen. Na gut. Das klappt dann wohl nicht. Aber wir haben sie schon mal rausgelockt. Nichts wie weg, schnell. Okay, nach vorne springen ist keine gute Idee. Zur Seite, ja, aber was soll denn das? Andere Gegner eben. Oh nein! Boah, wir wollen diesen Zauberstab unbedingt haben. Sie braucht nur 2 Sekunden auf das Ziel. Da, was wir an Königskrabben töten könnten damit. Das ist ja unglaublich. Da, ein Hieb mit ihrem Schwert. Die haben viel bessere Waffen, die wollen wir haben. Ja, aber was? Wir brauchen schon einen Trick. Also das mit dem Skelett ist die einzige Möglichkeit. Das ist unsere stärkste Waffe, die wir haben. Na bitte. Wurde auch langsam Zeit. Ja, was denn? Wir laufen hier und ihr? Och, wir waren gerade schon so weit. Das ist jetzt, glaube ich, wieder so ein Endlos-Ding, wo man nie wegkommt. Lass das. Alles, wieso schleichen wir? Ja. Also, wenn wir nochmal so weit wegkommen, dann versuchen wir das mal mit dem Bogen. Ah, der Bogen hat nichts gebracht. Das haben wir ja probiert. Warum? Wir kamen beim ersten Mal noch viel weiter. Also ich habe das Gefühl, das wird jetzt von Mal zu Mal immer kürzer, was wir hier schaffen, am Weg wegzukommen von denen. Und jetzt? So, wir sind wieder drin. Und kommen Sie uns nach? Oh, unser Kumpel ist noch hier. Sie kommen uns nicht mehr nach. Falls doch, sind wir hier oben. Und haben schon das Gesellenbuch Taschendiebstahl an uns genommen. Die müssen aber auch irgendwo schlafen hier. Aha, ein Bett. Wir klauen euer ganzes Zeug. Alles nehmen wir euch. Dann habt ihr nichts und müsst ihr verhungern und wir haben gewonnen. Ja, so machen wir das.
Das meiste hier kann man gar nicht klauen. Ach, kommt rein. Wir setzen uns, trinken ein bisschen Bier hier. Und gut ist's. Feuerblitz Rang 3. Das sind aber mal ganz gute Sachen, die wir hier finden. Ziegenfleisch. Und Lauch auch. Also ich sag mal, alleine so für das Buch, das wir jetzt hier gefunden haben, hat sich das doch schon gelohnt. Wir kommen hier nie wieder raus, fürchte ich. Das ist das Ende. Mit unserer Verbohrtheit wollen wir jetzt natürlich die Sachen unbedingt behalten, die wir hier gefunden haben. Hier haben wir noch einen Skarakarnisch. Rüstungswert 33. Das ist gut. Lehrlingstruhe und Expertentruhe. Die Expertentruhe kriegen wir wieder nicht auf, aber die Lehrlingstruhe hier. Was? So viele Zauberbücher hier drin? Seelenfalle, da ist es. Magieschild, immerhin. Magieschutz. Magie widerstellen für 8 Sekunden. Und könnte man ja auch brauchen da draußen bei den Verrückten. Sternlingsschild, Rüstung 30. Nicht schlecht, nicht schlecht. Stahlschwert, na gut. Das übliche Salz, ordentlich Salz, Granatstein. Okay, 18 Groschen noch. Endralea Groschen und 3 Dietriche. Eure Fähigkeiten reichen nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Erhöht eure Fähigkeiten in Schlösserknacken oder entsprechende Erinnerungstalente für Schlösserknacken. Ach, die hätte ich ja jetzt schon ganz gerne geöffnet, diese Truhe, aber na gut. Wie das eben so oft ist, man kann nicht alles haben. Erstmal werfen wir doch jetzt ein paar Objekte weg hier. Stahldolch, der ist aber ordentlich was wert. Die sind ganz schön was wert. Verglichen mit dem Gewicht, Stahldolch wiegt 3,5. Ja, da ist aber diese Stahlschlachtaxt nicht so viel wert. Ja, was können wir denn noch wegwerfen hier? Irgendwie sieht das alles so wertvoll aus, was wir haben gerade. Streitkolben. Da hatten wir doch noch, ach, den Runenstreitkolben behalten wir und der Eichenbogen und so weiter, die behalten wir auch mal schön. Wir können ja nicht alles behalten, irgendwas müssen wir ja wegwerfen. Ach so, wie sieht's denn aus mit Schrott? Also nein. Auch da bin ich nicht bereit, mich von irgendetwas zu trennen hier. Dem Becher vielleicht, aber das bringt ja jetzt auch nicht so viel. Wie ist das denn, wenn wir jetzt zum Beispiel... Wir haben doch noch... Haben wir gar nicht? Ich dachte, wir hätten noch so ein Eis... So eine Eispranke hier. Ach so, bei Zutaten vielleicht. Nein, bei Essen vielleicht. Eispranke, ja. Was bringt uns das? Jeweils nur einen Punkt mehr. Das ist auch wieder schade. Ich bin sicher, man kann da irgendein Getränk rausmachen, das da noch mehr bringt. Stärke-Trank. Was bringt er uns denn? Verbessert eure Tragfähigkeit um 10? Ja, für 600 Sekunden.
Irgendwas müssen wir wegwerfen. Hiervon haben wir doch so viel. Das ist aber auch ganz schön was wert. Für das Gewicht ist es ja noch mehr wert als so ein Dolch. Tatsächlich, das Sterlingsschild hier, Sterlingsschild hier drin, das kann mehr Schaden noch abwehren als das Runenschild hier. Ja, werfen wir die Dolche weg, sonst kommen wir hier nie raus. Na gut, und hier die Stahlschlachtaxt, obwohl... Ah, wir könnten diese hier auseinandernehmen, dann diese hier verzaubern und dann hätten wir eine, die noch besser wäre wahrscheinlich. Aber egal. Das ist die beste Waffe, die wir haben und die sollen wir wegwerfen. Kann man nichts machen, ja. Müssen wir ja. 16 wiegt sie. Nichts sonst dabei. Hier die Eisenhandschuhe, die können doch weg. Ja, unser Eisenharnisch. Da haben wir es doch schon fast. Warum haben wir die feinen Sachen nochmal mitgenommen? Ach ja, wir sind schon mal drunter, aber wenn wir gleich die anderen Sachen von denen draußen einsammeln... In der nächsten Folge natürlich. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, muss ich sagen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.